Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Im Hintergrund seht ihr die neue Marke von Affinity, den Freedom, für ein gutes Geld. Und zwar gute Qualität. Und ein besonderer Grundriss. Und wann sehen wir diesen besonderen Grundriss? Nach dem Intro. Der Freedom kommt hier ja mit einem ganz anderen Konzept daher, denn ihr habt hier vorne das Zugfahrzeug, ich mache es jetzt einfach mal auf, ihr habt im Prinzip das komplett abgetrennt. Dort ist die Lieferwagenwand nämlich noch vorhanden, das sehen wir jetzt hier. Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich gleich unsere Kücheneinrichtung, hier vorne den bekannten 70 Liter Kühlschrank, dann haben wir hier die Gaskocher mit zwei Flammen. Wir haben ein Waschbecken. Übrigens ist das hier alles echtes Holz. Das sieht nicht nur so aus, sondern es ist auch tatsächlich echtes Holz. Natürlich wiegt das etwas, aber es macht den Wagen wirklich sehr hochwertig. Wir können hier die Arbeitsfläche erweitern, dass wir da dementsprechend vielleicht eine Kaffeemaschine hinstellen oder halt auch noch was schnippeln können. Hier haben wir eine Steckdose mit normal Schuku. Das heißt, wir können dort auch Strom beziehen. Dann haben wir hier die Schubladen. Insgesamt sind es drei Stück. Dort könnt ihr Töpfe und so weiter sehr gut los unterbringen. Ein sehr tiefes Fach. Da würde ich zum Beispiel die Töpfe hinpacken. Und was auch besonders hier ist, rechte Seite haben wir einmal so ein kleines Gewürzregal, würde ich es mal benennen. Und dann haben wir was Besonderes, nämlich einen relativ tiefen Schrank. Also einmal die normale Tiefe von den normalen Schränken, die man so kennt. Wir haben hier die Möglichkeit, noch was zu verstauen, so dass es nicht nach vorne rutscht. Und oberhalb nutzen wir sozusagen die Staumöglichkeit des Ducato oder beziehungsweise in der PSA-Gruppe befindlichen Stauraums. Dann haben wir natürlich das Bad. Das Bad kommt sehr aufgeräumt daher, sehr clean, schön gemacht. Ein Waschbecken, was wir dann dementsprechend runterklappen können. Wir haben auch hier wieder die Besonderheit der Schränke. Ich mache sie auch hier mal wieder auf. Das gleiche wie im Küchenbereich. Oben haben wir noch eine Steckdose und hier haben wir die Möglichkeiten, Zahnbecher und so weiter abzustellen. Und vielleicht da oben könnte man die Handtücher loswerden. Die nette Dame hier vom Stand, nur so mal nebenbei, hatte mir erwähnt, dass wir hier hinten natürlich, dadurch, dass so ein komplett abgetrennter Bereich ist, sehr ungestört arbeiten können. Das heißt, wenn ihr irgendwo ungestört oder beziehungsweise wo ihr nicht auffallen wollt, so würde ich sagen, stehen wollt, dann könnt ihr das hier gut machen, weil zu den Seiten gibt es natürlich keine Fenster und ihr fallt damit also auch nicht auf. Und zweite Thema ist, wenn ihr in Ländern seid, wo es nicht so sicher ist, hier sollte es schon sicherer sein, denn es sieht ja keiner, dass ihr dabei seid oder drin seid. Ihr habt hier vorne die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu erweitern, nämlich nach vorne zu holen. Das geht jetzt gerade hier in dem Fall nicht. Um halt dementsprechend das Bett hier nochmal, das dritte Bett zu nutzen. Das ist über diese Seite. Hier werden dann die Füße reingelegt. Und dann habt ihr hier nochmal ein relativ kleines Bett. Ich glaube, die Maße müssen wir mal einblenden. Aber es ist halt möglich. Dann geht das hier weiter. Einmal wieder mit Echtholz habt ihr hier die Möglichkeit, einen Tisch freizuklappen und könnt dann hier in diesem Bereich dort oder dort schön arbeiten. Das Ganze macht es sehr, sehr hochwertig, muss ich ehrlich sagen. Und um das Bett dann dementsprechend hier auszuklappen bzw. ganz zu nutzen, das macht man einfach, dass man es nach vorne zieht. Hier dieses Polster nach hinten klappen und schon habt ihr eine riesen Liegefläche. Und auch diese Liegeflächengröße müssen wir jetzt nochmal einblenden. Dann gibt es überall Staufächer. Hier gibt es noch einen großen Kleiderschrank. Da muss man natürlich den Knopf auch drücken. Der ist auf der Seite, also auch gut gelöst. Und ansonsten ringsum Stauflächen. Das habe ich gerade ja gesagt. Ich mache mal alles einfach auf. Das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Auf der rechten Seite gibt es noch USB-Dosen und normale USB-Steckdosen. Genauso wie hier auf der linken Seite. Und auch hier
habt ihr die gesamte Bedieneinheit der Zentrale, um dementsprechend euer Fahrzeug zu steuern. Dann gibt es hier noch eine kleine Ablagemöglichkeit fürs Tablet oder fürs Handy oder was auch immer man dort nutzen möchte. Ja, und wenn wir das Fahrzeug uns nochmal ganz betrachten, würde ich sagen, ist im hinteren Bereich, also unter dem Bett, ja noch irgendwelcher Platz. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal von draußen an. Hier sehen wir das Fahrzeug nochmal von hinten und man sieht, dort sind zwei Fahrräder drin. Tatsächlich, hier passen doch die Fahrräder gut rein. Man hat hier eine Möglichkeit geschaffen, die Fahrräder unterzubringen und dementsprechend muss man natürlich das Vorderrad rausnehmen, aber der Rest passt hier ganz gut. Und ja, wir haben noch eine zusätzliche Möglichkeit, Staufläche zu generieren oder beziehungsweise die Fahrräder im Fahrzeug aufzubehalten, um halt auch dieses Thema, was ich gerade gesagt habe, dieses Nicht-Auffallen im Fahrzeug weiterhin zu nutzen und nicht hinten auch noch die Fahrräder als auffällige Möglichkeit zu sehen. Mein ganz anderes Raumkonzept, habe ich gerade gesagt. Man steht sehr unauffällig mit diesem Fahrzeug. Man sieht nicht sozusagen, dass man direkt dort drin arbeitet oder vielleicht schläft. Also für Parkplätze ist das, glaube ich, gut geeignet, oder? Und was halt besonders ist, 3 Leute. Ne? Ja. Also wirklich 2 Leute mit Kind, kein Problem. Ja. Also das, und es ist für den Einsteiger, Marc. Denn so wie er hier steht, also hier steht ab 62.000 Euro, 200 Euro drauf und dann habt ihr den Preis so, wie er jetzt hier dasteht. Das ist eine Hausnummer, also wenn wir gucken, Infiniti normalerweise 105.000 Euro. Genau. Hier also 40.000 Euro weniger und wirklich echt gute Qualität. Richtig, man merkt es sofort, wenn man es anfasst. Das muss man natürlich selber mal haptisch erleben, aber man merkt es super, dass man, wenn man das Ganze alles anfasst, dass es sehr, sehr robust und sehr schön gemacht genau. ist. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einem Infiniti-Händler in eurer Nähe zu kommen oder auf einen der nächsten Messen, schaut, wo der Freedom steht, schaut euch das mal an. Wie gesagt, es ist was anderes und Infiniti, wie gesagt, das war vor 2-3 Jahren wirklich endlich mal eine Neuerung, endlich mal eine Innovation. Mit dem Freedom versuchen sie weiterzumachen und es ist, sie sind auf einem guten Weg auf jeden Fall dorthin. Genau, ich würde sagen, es ist gelungen, definitiv. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.